auf ein leckeres Getränk mit spannenden, interessanten Leuten, die auch noch nett obendrein sind, vielleicht. Ist doch eigentlich das Geilste, was man machen kann, und deswegen sitze ich hier mit Drangsal. Grüße dich. Hallo. Habe ich nett gesagt? Ja. Ich bin gespannt. Ich bin eine gute Gastgeberin, deswegen würde ich dich erstmal bitten, dir ein Getränk rauszunehmen, weil... Ich nehme Malzbier. Nimmst du ein Malzbier? Ja. Achso, ich wollte hier eigentlich einen Radler nehmen, guck mal. Oh, das war synchron sogar. Synchron geploppt. Cheers. Zum Wohle. So, Herr Drangsal, Max oder Drangsal, das ist die Frage. Kannst du sagen, was du willst. Kann ich sagen, was ich will. Und wenn die Leute auf der Straße nach dir rufen, dann wahrscheinlich... Dann rufen die manchmal Drangsal. Und das ist dann für dich wie? Okay. Ist okay. Ja. Also ist es noch charming sozusagen. Ja. Dass man sich freut darüber, wenn man erkannt wird und wenn die Leute das wahrnehmen. Dass das kommt drauf an, was die, warum. Also vielleicht will mich ja auch jemand beleidigen oder so. Nein, bisher war es. Ist das schon immer mal passiert? Nee. Doch, also ja. Mir nicht. Aber es gibt so einen Sänger, der mir sehr ähnlich sieht. Der macht Musik unter dem Namen Better Person. Und der hat mal in Paris gespielt und da sein Handy vergessen in einem Club. Dann ist er am nächsten Tag dahin zurück. Und dann hat er die Band, die da gerade aufgebaut hat, gefragt, ob sie ein Handy gefunden haben. Und dann haben die gesagt, verpiss dich, Drangsal. Nicht dein Ernst? Doch. Okay, das ist sehr komisch. Also sozusagen beleidigt worden. Ja. Hat er dir dann gesteckt oder was? Die Story? Das hat er mir neulich erzählt, ja. Das ist witzig. Naja, gut. Du beschäftigst dich ja wahrscheinlich auch einfach berufsbedingt so ein bisschen mit der deutschen Popmusikszene. Ich versuch's zu vermeiden. Bist du auch so jemand, der sich dann lieber gar nicht damit beschäftigt? Ich bin ganz gut da drin, Sachen auszublenden. Ich habe keine Ahnung, was die Leute hören. Okay. Ich kenne die Namen, aber meistens, wenn ich die Musik dann höre, bin ich einfach nur verwirrt. Na, mich würde mich mal interessieren, was du ändern würdest. Weil ja die Popmusikszene, ich meine, ich glaube, da ist gerade so ein kleiner Wandel schon, der sich da vollzieht, aber trotzdem... Ich glaube, es gibt einfach immer Phasen. Und das war ja schon immer so. Und ob das jetzt Jahrzehnte sind oder kann man, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist es gerade nicht die Zeit für Gitarrenmusik. Ich glaube, ich habe mir die schlechteste Zeit ausgesucht, Gitarrenmusik rauszubringen. Aber immer noch. Es dauert diese Nicht-Gitarrenmusik-Zeit, also die dauert schon. Guck mal, jetzt so ein ist 2010, wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt, wir gucken jetzt eine Dekade zurück, dann bist du 2008 und da waren schon so die Festival-Headliner und die Bands, die alle gehört haben, waren dann halt tatsächlich auch irgendwie die Strokes und Arctic Monkeys und Block Party und wie heißt diese andere Band? Mando Diao. Ja. Das waren so die Headliner vom Melt-Festival oder von Hurricane und Southside und die ja auch immer noch sehr gitarrenlastig sind, aber auch Rock am Ring oder sowas. Was ja alles Festivals sind, die sich mittlerweile entweder irgendwie dem Techno angebiedert oder Hip-Hop. Hip-Hop, ja. Und das ist ja auch okay, weil die müssen ja auch gucken, wie sie über die Runden kommen. Und die Nachfrage bestimmt da so ein bisschen das Angebot. Und wenn halt jetzt UFO 361 Headliner bei Rock am Ring ist, dann ist es für mich okay. Ich würde da jetzt nichts dran ändern wollen. Ich meine, ich kann dann sagen so, okay, ich würde mir wünschen, dass anstatt Cloud-Rap und Trap alle Rockmusik hören. Alle mal ein bisschen mehr noch Gitarre zulassen würden auch vielleicht. So ja. Im persönlichen... Ich finde, es gibt da auch gute Songs, aber ja. Es ist so ein bisschen, finde ich, wenn ich mir Leute wie Young Horn angucke, dann finde ich, habe ich das den Eindruck, oder El Guni oder so, dass das irgendwie der Punk unserer Zeit ist. Mhm. Weil da wird auf Kommerz eigentlich wirklich nichts gegeben. Da wird einfach gemacht, was man selber lustig findet und ob das Nonsens ist oder nicht, das ist egal, sondern es geht einfach nur darum, es zu machen und es geht nicht um Labels und es geht nicht um Verträge, sondern die Sachen werden einfach rausgehauen und hochgeladen. Es geht nicht um Alben, es geht nicht um Release-Zyklen, es geht nicht um irgendwelche Industriestrukturen. Das ist so do it yourself as it gets und irgendwie finde ich das bewundernswert, auch bis zu einem gewissen Grad. Die haben alle ihre eigenen Labels, die sind alle ihre eigenen Manager, die sind alle ihre eigene Booking-Agentur. Deswegen, nur die Musik hat sich halt verändert. Kommen wir mal nochmal zu deinem Album, und zwar zu deinem ersten Album. Das ist ja sozusagen die altdeutsche Bezeichnung deines Heimat... Dorfs. Wie groß ist das? Da wohnen so 9000 Leute, was jetzt erstmal groß klingt, aber es ist trotzdem klein. Herxheim in der schönen Pfalz. Genau. Ne? Wie heimatverbunden bist du denn als zugezogener Berliner sozusagen oder ausgewanderter Herxheimer? Sehr. Ja. Ich finde es schön da und ich habe, also wie gesagt, ich habe mit Heimattümelei nichts am Hut. Ich mag diesen, ich finde der Begriff Heimat, der ist natürlich sehr schwierig, weil die Leute, die reden dann immer von so einer Art
verpestetem Deutschland. Ja. Und so empfinde ich das nicht. Ich finde, wenn ich an Heimat denke, denke ich halt einfach an meine Eltern und an das Haus, in dem ich aufgewachsen bin und solche Sachen. Die Umgebung, ja. Genau, einfach an das Dorf halt. Und ich meine, ich habe immer noch den Großteil meines Lebens da verbracht und es wird noch ein paar Jahre dauern, bis sich das quasi ändert. Und viele einschneidende Erlebnisse und viele Arten und Weisen, wie ich Dinge auffasse, sind eben dadurch geprägt. Und ich meine, ich fühle mich nie so wirklich weit weg davon, weil das halbe Dorf, meine halbe Clique, if you will, wohnt in Berlin schon seit jeher und in meiner Band sind Leute aus der Pfalz, also auch aus Herxheim, mit denen ich dann immer noch sehr viel Zeit verbringe. Deswegen habe ich nicht das Gefühl... Das ist irgendwie schön, du hast ja die Heimat sozusagen mit nach Berlin genommen. Jo. Das ist ja das Beste, was man eigentlich machen kann. Voll, deswegen, ja. Wollte gerade sagen, also Herxheim versus Berlin ist ja dann sozusagen fast same same bis auf das Elternhaus. Genau. Es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Wir können das ja vielleicht intensivieren, das würde ich ja sehr gerne mal sehen. Ansonsten sage ich Dankeschön. Lieber Max, gern, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.